150 Teilnehmer an der diesjährigen Cancellara Challenge. Und darum haben wir in die Valascha ausweichen, dass wir mehr Platz haben. Evelyn, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Seit wann bist du eigentlich schon da? Also da sind wir vom 7 am Morgen. Ja. Wir sind also früh aufgestanden heute. Wir sind am 6 von Lugano abgefahren. Aber frisch siehst du aus, kein Augenring, nichts? Oh ja, ehrlich? Oh, das ist ja super! Ja, aber es stimmt. Jetzt ist es relativ ruhig. Sind die meisten Kunden schon gekommen, ihre Trikots abholen, oder kommt der grosse Sturm? Sehr viel. Also ich muss sagen, einer auf zwei kommt wirklich das Trikot wechseln. Grössen. Oder die Leute können sich ein bisschen unterschätzen oder überschätzen, das ist auch möglich. Ja. Evelyn, ich weiss, dass das für mich die richtige Grösse ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Erfolg. Gut. Und sonst komme ich wieder zurück. Und wirklich einen schönen Tag. He? Nein, das Gipfeli kann ich nicht essen. Sowieso, das gehört den Leuten, die hier Backstage arbeiten, wie zum Beispiel dir. Hoi, was machst du da? Ich kümmere mich um die Startliste. Du kümmerst dich um die Startliste? Also wie viele sind es offiziell, die auf der Startliste sind, circa? Es sind genau 350. 351. Nicht vergessen, 351. Absolut. Ich will mal sehen, was da so ist. Oh, das ist da für wahrscheinlich medizinische Betreuung oder da die offizielle Startliste auf dem Computer. Kann ich mich vielleicht noch eintragen, oder? Und da hinten ein paar Rucksäcke. Was hat es da? Ah, zu. Ja gut, dann gehen wir am besten wieder raus. Noch nie haben wir so viel Platz gehabt wie das Jahr. Die ganze Valascha gehört uns Christina! Organisatorin von der Cancellara Challenge, du hast das hervorragend organisiert. Wir könnten uns hier rumfläzen und wälzen. Ja, das haben wir eigentlich so nicht angedacht, aber okay, wir haben es angedacht, dass wir so viel Platz haben für alle die 350, die kommen, ihre Sachen holen. Wir haben wieder 50 mehr wie das letzte Jahr, also haben wir ein bisschen Platz müssen haben. Und es ist jedes Jahr eine Herausforderung, auch wenn der Start dann halt auch ändert. Also jetzt sind wir 3 Jahre in Lugano und jetzt sind wir das erste Mal in Quinto. Und es war doch noch eine Herausforderung. Aber ich hatte ein super Team im Rücken, das mir tatkräftig geholfen hat. Einer davon bin natürlich ich. Ich habe mir geholfen wie ein Wahnsinniger, oder? Wenn wir ehrlich sind. 350 Leute, das ist schon eine grosse Infrastruktur für einen Prolog, für eine Originalstrecke, die man ja abfahren darf, bevor die Profis dann kommen. Wie viel Platz hat es eigentlich noch? Also wenn ich jetzt mich hier umschaue, würde ich sagen, Cancellara Challenge nächstes Jahr 1000 Teilnehmer. Schaffen wir schon, locker, oder? Ja, das ist aber natürlich auch bedingt dadurch, dass wir vor dem Prolog starten müssen. Und das ist zeitbedingt. Also jetzt tut jeder Teilnehmer, das haben wir schon müssen verkürzen, das sind 20 Sekunden Abstand, die wir jetzt einhalten müssen. Und dann irgendwann mal geht es einfach zeitlich nicht mehr. Also wir müssen vor dem Prolog. Wir fangen nächstes Jahr einfach um 6 Uhr am Morgen an, das ist doch kein Problem. Ja, okay, die armen Leute, die dann müssen, von weiss ich, wo kommen jetzt, sind schwierig. Ja. Organisatorin von der Corner Card Cancellara Challenge. Sensationell gemacht, grosses Kompliment. Und ich muss los. Tschüss! Los!